Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute soll es mal um Rohstoffe gehen und natürlich damit verbunden auch um ein verlassenes Werk. Aber um was es hier genau ging, was hier gemacht wurde und was über die Jahre so damit passiert ist, das erfahrt ihr von mir alles gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Abbaugebiet und natürlich dazugehörend auch ein Werk. Genauer gesagt soll es heute um Porzellanerde, Porzellanton oder wie der Apotheker sagen würde, Bolus alba oder Pfeifenerde gehen. Und um die Sache nicht noch komplizierter zu machen, als sie sowieso schon ist, es geht heute um ein wichtiges Mineral. Die Rede ist von Silikatmineral, welches über viele Millionen Jahre im Feldspat entstand und eigentlich eher ein Verwitterungsprodukt ist, allerdings eines, was es in sich hat und was viele von uns bis heute nutzen. Dieses weiße und weiche Gestein erinnert sehr an Ton und ja, die Stoffe sind sich sehr ähnlich. Beide kommen zum Beispiel in der Herstellung von Porzellan vor. Ab 1883 fing man an, auch hier diesen Stoff abzubauen. Neben Porzellan kommt der Bolus heute in der Reifenproduktion, in der Kosmetik vor allem für Puder, als Pflanzenschutzmittel, in der Keramikherstellung und natürlich auch im weltbekannten Meißner Porzellan vor. Bis 2014 fand es sogar unter anderem als Bleichmittel in unseren Lebensmitteln seinen Platz. 1886 entstand im Wesentlichen dieses Werk, welches in den darauffolgenden Jahrzehnten und vor allem zu DDR-Zeiten durch weitere Gebäude immer wieder ergänzt wurde. Erst nach knapp 30 Jahren nach Firmengründung hatte man in den Jahren 1911 und 1912 das komplette Gebiet erschließen können. Heute weiß man, die Vorkommen entstanden vor etwa 34 bis 38 Millionen Jahren, enthalten 65% Quarz, 5% Ilit und sind etwa 20 Meter stark. Bedeckt ist der Rohstoff von teilweise nur 3 bis aufwendigen 16 Meter dicken Abraum, bestehend aus braunkohleführenden Sanden und hauptsächlich Kies. Von den 20 Meter mächtigen Bolus können allerdings lediglich 10 bis 15 Meter abgetragen werden, Grund dafür ist der Grundwasserspiegel. In der DDR wurde der Abbau unter Verstaatlichung fortgesetzt und es entstand mit anderen Abbaugebieten ein volkseigener Betrieb. Das Werk hier wurde nach der Enteignung zur Zweigstelle, der Stammbetrieb war im Salzertal angesiedelt. Nach der Wende wurde der VEB aufgelöst und es entstand eine GmbH, die dieses Werk auch weiterhin nutzte. Allerdings ist nicht genau bekannt bis wann. Vermutlich bis Ende der 1990er Jahre, so vermuten wir, das lassen auch die Aufzeichnungen vor Ort zu. Die Vorkommen waren vermutlich einfach zu klein und eine schon seit Jahrzehnten überfällige Sanierung des Werkes sowie der längst überfällige Austausch der veralteten Maschinen aus den 60er Jahren schlichtweg zu teuer. Übrigens baut das Hauptwerk bis heute Ton und andere Gesteine ab. An dem hier gezeigten Abbaugebiet soll wohl nur noch bei Bedarf abgebaut werden. Allerdings muss das letzte Mal schon eine ganze Weile her sein. Eine wirkliche Abbaunutzung haben wir auf dem Gelände nicht feststellen können. Die Grube ist voller Wasser und ringsum zugewachsen. Hier blende ich euch mal ein Bild ein. Der Zustand war sehr, sehr schlecht. Viele Löcher in den Decken, Teileinstürze und so weiter. Selbst einer der beiden Schornsteine war sichtlich mitgenommen, als wäre irgendwas dagegen geflogen. Es gab aber dennoch auch interessante Sachen, zum Beispiel alte Anlagen. Besonders zu erwähnen sind hier die großen Wasch- und Filtertrommeln im kaum betretbaren Obergeschoss des Hauptgebäudes. Einen Denkmalschutz gibt es leider nicht und so ist es lediglich eine Frage der Zeit. 2016 wurde hier auch die Feuerwehr hingerufen, denn es kam zu einem Brand. Was wir noch feststellen konnten, ist, dass die Nebengebäude fast kaum betretbar waren. Vieles war meterhoch mit Müll bedeckt und gefüllt. Also man kommt hier gerne hin, um sein Müll illegal zu entsorgen. Das soll es jetzt an dieser Stelle von mir gewesen sein. Im Nachhinein gibt es noch ein paar Bilder. Wenn ihr Informationen habt zu dieser Location, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare rein. Allerdings verzichtet auf Ortsangaben, sonst muss ich die leider immer wieder löschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Mittwoch wiederhören. Wenn ihr noch Lust habt auf weitere Videos, dann schaut gerne auf unseren Kanal. Ansonsten bis nächste Woche Mittwoch. Macht's gut, bis bald und ciao.